Hallo YouTube, ich bin Bini und heute gibt es ein weiteres Tipps und Tricks Video und zwar zum Thema Atmosphäre. Logischerweise gilt auch heute wieder, das sind Tipps, die mir und ich hoffe auch den Runden, in denen die Spielleiter weitergeholfen haben, die müssen natürlich für euch nicht funktionieren. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, nicht wegnehmen. Abgesehen davon, solltet ihr, liebe Spielleiter in dieser Welt, irgendetwas an eurem Stil ändern, dann bitte, bitte, bitte sprecht das vorher mit euren Runden ab. Wenn ihr das nicht tut und auf einmal irgendetwas macht, was vorher noch nie gemacht wurde, dann führt das meistens nur zu Verwirrung und vor allem zu langen Diskussionen, also zu großer Frustration. Sprecht also bitte alles vorher ab. Tipp 1. Mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich bin ein Spielleiter, der sich richtig doll darüber freut, wenn einzelne Leute richtig in ihre Rollen aufgehen, also anfangen anders zu sprechen, sich vielleicht sogar auch anders zu verhalten, mehr zu gestikulieren und ihre Sprechweise ein bisschen ändern. Aber meistens kommen die Leute da nicht von alleine so richtig rein, es sei denn, sie sind halt schon ziemlich lange dabei. Da kann ich allerdings dagegen wirken. Nun, logischerweise nicht, indem ich anfange, Leute anzumeckern, dass sie doch bitte mal in ihre Rollen schlüpfen sollen, sondern wenn ich selber anfange, richtig zu schauspielern, irgendwelche Charaktere denen entgegenwerfe, die vielleicht sogar einen kleinen Tick haben, also häufiger sich am Kopf kratzen oder irgendwelche komischen Dinge von sich geben, eine ziemlich markante Stimme haben und so weiter und so fort. Das fordert nämlich die anderen quasi auch so ein bisschen auf, mitzumachen. Das ist, erleichtert auf jeden Fall den Einstieg für alle. Also mit einem guten Beispiel vorangehen ist natürlich immer eine super Sache. Tipp 2. Auf die Lautstärke achten. Ich befürchte fast, diesen Tipp habe ich schon mal irgendwo gegeben, aber ein Tipp zweimal zu geben, ist ja auch völlig in Ordnung, hoffe ich zumindest. Ja, was meine ich mit auf die Lautstärke achten? Natürlich nicht, dass ihr so laut seid oder dass ihr darauf achten solltet, dass ihr nicht so laut seid, dass die NachbarInnen von euch die Cops rufen, sondern ich meine, dass in bestimmten Situationen es ziemlich großartig ist, wenn die Gruppe halt eben anfängt zu flüstern, wenn eine Gruppe von Einbrechern gerade im Hause des Vogten unterwegs ist und versucht, ein bestimmtes Diadem zu rufen, ist es ein bisschen blöd, wenn sie sich verhalten wie eine Elefantenhorde auf Speed. Also durch die Gegend rennen, die ganze Zeit laut rufen und lachen und so weiter und sofort. Ich als Spielleiter gehe dann tatsächlich davon aus, dass die Gründe, also dass die Leute nicht nur im echten Leben gerade vor mir so laut sind, sondern dass auch die Leute, die Charaktere in der Rollenspielwelt so laut sind, dementsprechend eben Stadtwachen und sonstige Personen alarmiert werden und es meistens zu einem ziemlich blöden Kampf kommt. Dementsprechend, darauf könnt ihr achten, da gilt auf jeden Fall, sprecht das vorher an und fragt, ob die Leute eben Lust haben, auf solche Dinge zu achten. Ich persönlich finde es aber trotzdem wirklich Atmosphäre fördernd, wenn auf einmal vier Leute anfangen, ganz leise zu flüstern und sich Sachen zu raunen oder sogar richtige, richtige kleine Zeichen sich ausmachen, mit denen sie sich gut verständigen können. Tipp 3. Das Zeitlimit. Damit meine ich logischerweise nicht, dass eure Runden nur eine Stunde lang sein sollen oder ähnliches. Ich meine damit etwas anderes. Nun, wenn in der echten Welt ein Baum umfällt und auf mich zukommt oder ein wild gewordenes Walross mit einem Klappmesser mir mein Pausenbrot wegnehmen will, mache ich normalerweise eins. Laut schreien und wegrennen, und zwar das ganz schön schnell. Sollte so etwas bei einem Rollenspielabend vorkommen, dann tendieren einige SpielerInnen auf jeden Fall zu einer anderen Sache, und zwar erstmal die Welt kurz zu pausieren und sich mit ihren Kollegen darüber unterhalten, was jetzt eigentlich am besten gemacht werden sollte. Da werden dann ganze Schlachtpläne ausgearbeitet mit Person A läuft bitte jetzt 2 Meter nach links, Person B ruft auf jeden Fall eine Stadtwache, Person C nimmt die Gatling und Person D wirft mit Dynamitstangen. Solche Sachen finde ich persönlich ziemlich unrealistisch und auch ein bisschen Atmosphäre zerstörend, weswegen ich tatsächlich meiner Runde sage, ihr habt 15 Sekunden, wenn solcherlei Dinge passieren. Aber eine sehr wichtige Sache, wenn Leute dann sagen, halt stopp, ganz kurz, das Walross hat das neben dem Klappmesser eigentlich zufälligerweise auch eine Atombombe. Ich also irgendetwas nicht erwähnt habe, was aber wichtig ist, was eben Bäume, was Häuser und so weiter drumherum angeht, dann ziehe ich das logischerweise nicht von der Zeit ab. Das heißt, wenn es eben wichtige Fragen zur Welt oder zu Situationen gibt, dann beantworte ich die natürlich. Ansonsten achte ich darauf, dass die Leute halt sich nicht allzu viel untereinander absprechen, weil das halt in der echten Welt quasi auch nicht so laufen würde. Abgesehen davon, wenn die Leute eben nicht die Möglichkeit haben, sich untereinander abzusprechen, sondern einfach das tun, was sie eben tun würden, würde ein wild gewordenes Walross und so weiter, dann entsteht auch so ein richtig schönes Chaos und das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich atmosphärisch. Dementsprechend Tipp 3, das Zeitlimit, eine gute Sache, meiner Meinung nach. Tipp 4, wenn ihr irgendwelche Szenen habt, die ihr so richtig schön beschreiben wollt, das heißt, es gibt irgendeine Landschaft, die wunderschön ist, es gibt ein Haus, was ziemlich wichtig ist oder eben eine Schatulle, die
auf jeden Fall ein Questgegenstand ist und dementsprechend auch den Raum bekommen sollte, was Beschreibung angeht, der ihm zusteht, dann kann ich euch nur empfehlen, diese Szene mal vorher richtig aufzuschreiben. Erstens, ihr könnt dazu die Musik anmachen, die ihr anmachen wollt und euch richtig in die Atmosphäre reinleben. Und zweitens, ihr könnt das Ganze vor allem auch korrigieren oder korrigieren lassen und das Ganze dann vorlesen. Dann wird es auf jeden Fall flüssiger, als wenn ihr anfangt eben zu reden. Abgesehen davon übrigens, wenn ihr es vorher aufschreibt, vergesst ihr weniger Sachen, die dann hinterher eben erfragt werden müssen, was ja eh immer für die Atmosphäre ein bisschen schwierig ist. Dementsprechend fangt doch an, einige Sachen vorher aufzuschreiben. So, das waren 4 Tipps. Heute nur 4, weil mir kein 5. ehrlich gesagt eingefallen ist. Es waren heute 4 Tipps für die Atmosphäre. Solltet ihr noch einige Sachen haben, die ihr in euren Runden einsetzt und die bei euch richtig gut funktionieren, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr die unten in die Kommentare reinschreibt. Abgesehen davon übrigens, habt ihr Vorschläge zu Themen für diese Tipps und Tricks, Sache, die ich hier mache, dann würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr sie unten in der Videobeschreibung hinterlasst, dann kann ich mal schauen, ob ich dazu irgendwas mir zusammenreimen kann. Ich hoffe natürlich, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Resttag, eine Restnacht, Restmorgen, Restmittag und so weiter und so fort, wann auch immer ihr jetzt gerade schaut. Bis bald. Tschüss.